Also ernsthaft, es heißt nicht Gott sei Dank. Gott hat gar nichts damit zu tun, dass ich euch alle in den Arsch ritte. Zero, tut mir leid, dass du dein Leben riskierst hast. Wie lange wird das Leben hier noch so weitergehen? Es tut mir leid, ich bin irgendwie deprimiert. Ich werde mein Bestes tun, um die andere Energie zu entwickeln. Wenn wir dieses neue Energiesystem haben, können wir endlich in einem friedlichen Ort leben. Wenn das passiert, hoffe ich, dass du uns weiter unterstützen und begleiten wirst. Wir haben ein Problem. Die feindlichen Truppen greifen unsere Basis an. Wir können sie nicht länger aufhalten. Wamm. Ach du Heilige, sie sind da. Das Haupttor wird zerstört in paar Sekunden. Beginnt die Evakuierung sofort. Erinnert euch, die Alten und Kinder zuerst. Du solltest auch evakuieren, Zero. Danke, dass du uns so viel geholfen hast. Zeit. Schnell. Und du musst auch in einen, wie nochmal, Evacuations Transporter. Es ist okay. Es ist alles meine Schuld. Deine Schuld? Die Welt ist außer Kontrolle geraten. Es ist alles wegen Neo Arcadia. Extreme Gerechtigkeit, um die in Frieden zu halten. Unter Druck. Reploids wurden vernichtet, wurden geopfert für den Frieden und das Glück der Menschen. Ich war es, der Neo Arcadia erschaffen hat. Es war ich, wo Copy X wiederhergestellt hat. Ich war es. Was? Wie meinst du das? Wiederhergestellt? Wurde er wieder aktiviert wie ich? Ich? Wurde X wieder aktiviert genau wie ich? Nein, es ist was anderes. Du wurdest wieder aktiviert. Er wurde wieder regeneriert. Alte Form und das andere neuer Bau. Du bist ein Original. Genau das, was du genau sein solltest. Aber X... Du solltest jetzt gehen. Bitte hilf jeden bei der Evakuierung. Daten speichern. Ah. Zero, kannst du mich hören? Der Energieraum ist in die Hände der Feinde... Nee. Doch. Der Energieraum ist in die Hände der Feinde gefallen. Wir können den Fahrstuhl nicht aktivieren. Die Reploids in den unteren Etagen kommen nicht in den Evakuierungsreport. Bitte geh schnell zum Maschinenraum und kümmere dich darum. Null Problemo! Halt. Bam, 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 bam. So. Ich glaube, hier, spätestens hier, ist Jan oder Jesse so richtig verzweifelt. Daneben so. Danke, Siri. Jetzt können wir den Fahrstuhl anschalten. So, getan. Zero, kannst du mich hören? Der feindliche Commander ist in dem Warenhaus der Energiekristalle. Wir verlieren die Energiekristalle, wenn das so weitergeht. Wir müssen sie unbedingt wieder zurückkriegen. Null Problemo. Na los, komm schon. Bam, 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 bam. Wing, 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 wing. Wing, ich komme! Zero ist schon auf dem Weg zu euch, Süßen. Bam, 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 bam. Oh, stimmt ja. Elektrizität. Energie. Autsch. Gut. Bam, 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 bam. Ah, schön, Energie zum Aufladen. Bam. Wird zwar nicht viel bringen bei dem Boss, aber ich will gerade mal schauen. Schwert haben wir auf der fast letzten Stufe. Schön. Gut, gut, gut. Ich habe viel über dich gehört. Du musst Sirius sein, der legendäre Reploid. Oder sollte ich sagen, der alte und nicht mehr aktuelle Reploid. Mein Name ist Hanno Machine. Ich bin die Nummer 1 der Auszubildenden von Phantom, dem Wächter. Ich werde dich vernichten und die
und für die Glory von der Staff Unit. Engard! Halt die Klappe, Affe. Die Affen gehen durch Wände, ey, das macht doch keinen Sinn. Und alles viel zu schwierig, nur für einen kein Problem. Like. Om nom 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 bam. Bam. Ja, 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 ja. Und noch einer in zwei Teile zerteilt. So. Mission complete. Du hast den Cyberelfen erhalten. Wir wurden wieder gerettet, dank dir. Jedoch, solange X existiert, wird er eines Tages... Wenn du nur glücklich bist, wenn X nichts mehr existiert, dann werde ich mich um ihn kümmern. Sag mir nur, wo er ist. Du kannst direkt zum Kern des der feindlichen Bades mit einem Transserver kommen. Unglücklicherweise haben wir das Sicherheitssystem noch nicht gecrackt und wir können sie über den Transserver noch nicht erreichen. Ohne den Transserver wirst du niemals in der Lage sein, dein Ziel so leicht zu erreichen. Und wenn du mal weg bist von unserer Base, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Feinde kommen und uns wieder vernichten. Weiß niemand, was mit uns passiert dann. Hä? Ich habe das Sicherheitssystem des Transservers gehackt. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber nun kannst du näher Arcadia betreten, wann immer du willst. Du bist der mir den Set selber gab. Nun geh, vernichte diese Kopie von mir. Vernichte die Extreme Prejudice. Was auch immer das bedeutet. Prejudice. Warte, wer bist du? Das ist unmöglich. Er sagte Copy of Is. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass das einem Ex, dass das Ex ist. Oder mehr oder weniger Ex. Hat er gesagt, dass wir den Transfer jetzt benutzen können? Ja, das hat er. Gut, ich werde gehen. Ich werde mich darum kümmern. Safe, bevor du startest die Mission? Klar. Ah, Zero. Um zum Transfer-Server zu kommen, musst du nach unten. Du kannst uns vertrauen, Ben, dass wir diesen Ort beschützen. Viel Glück, Zero. Also, das hast du in der letzten Zeit noch nicht mal richtig geschafft. Wieso soll ich euch jetzt vertrauen? Egal. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Neo Arcadia, da wo Jan niemals hingekommen ist. Und tja, das heißt jetzt noch eine kleine Sicherung davor und dann geht's ab.